gefallen mir so super gut. Hallo, hallihallo, ich bin's wieder, eure Mario. Willkommen zu meinem Fall-Vlog. Boah, das ist so schwierig auszusprechen. Aber in dem heutigen Video werde ich mich so richtig in Herbststimmung bringen. Mal guck mal, was ist das? Da sind noch meine Beach-Sachen dran. Das ist nicht Herbst. Aber ich habe heute schon, wartet, meine braune Hose angezogen, eine braune Cappy. Leider kann ich keinen Fall-Sweater anziehen, weil dann wäre mir viel zu warm. Ich glaube, ein Pullover wäre jetzt keine gute Idee. Aber in dem Video mache ich heute meine Nägel neu. Also die müssen dringend neu gemacht werden, vielleicht in so Herbstfarben. Und dann will ich unbedingt zu Starbucks und Pumpkin Spice Latte probieren oder auf jeden Fall irgendeinen Fall-Drink. Und dann, was mache ich noch? Wir können noch so Herbst-Cookies backen oder Herbst-Muffins. Mal gucken. Ich habe mal eher Herbst-Muffins. Finde ich, glaube ich, besser. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das Gern-Dicken dann nach oben da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Aber jetzt muss ich erstmal los. Wo ist mein Handy? Zum Nagelstudio, weil ich bin nicht spät gekommen. Wir müssen jetzt nicht mal losfahren. Und dann schaue ich mal, was ich mit meinen Nägeln mache. Also ich habe mir schon auf Pinterest so ganz viel Nail-Inspo rausgesucht für Fall. Aber ich weiß nicht, was die da machen können gleich. Mal gucken, vielleicht mache ich irgendwas in einen Nagel in Orange, das andere in so Brauntönen. Ich hoffe, dass ich dieses Video so geschnitten bekomme, dass es Anfang Oktober rauskommt. Also, Happy Oktober! Okay, wir sind jetzt da. Ich bin echt froh, wenn ich meine Nägel jetzt neu habe. Aber ich gehe jetzt mal rein. Bis gleich! Das hier ist das Finished, dieses Ding hängt hier rum, dieses Finished Product. So sehen meine Nägel jetzt aus. Also ich habe da so eine braun-orangene, rottönliche Farbe benutzt, genommen. Ich habe sonst wirklich immer jede Woche meine Nägel lackiert. Oh mein Gott, was war diese Haarsträhne hier falsch? Weil mein Nagellack immer abgegangen ist. Aber genau, jetzt will ich in meinem Zimmer mal anfangen. Also das Erste, was ich auf jeden Fall machen werde, ist die Collagewand abhängen. Weil ich habe auch schon neue Collagebilder. Hier, guckt mal. Also ich möchte nicht so orange mein Zimmer machen mit so Halloween-Looks, sondern mehr so Natur, Grün, Beige, Braunfarben. Ich habe mir hier schon ein paar hingelegt, damit ich gucken kann, welche ich auf jeden Fall aufhängen will. Hier auch so dunkelgrün. Und ich will auf jeden Fall mehr so Pflanzen auch in meinem Zimmer haben. Mal sehen, ob ich schaffe, die zu gießen oder ob ich einfach Fake-Pflanzen nehme. Genau, und so... Ja, keine Ahnung, grün halt, so dunkelgrün. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird hier. Okay, ich stehe jetzt auf dem Stativ, damit ich mein Seidrapper-Video machen kann. Los geht's! Nächster Tag. Ich glaube, der Vlog hier wird ein bisschen gestückelt. Es tut mir leid. Aber ich habe ja auch immer Schule und muss dann lernen und Vokabeltests schreiben immer ganz viele. Also muss ich sehr viel Vokabel lernen und so. Sonst habe ich nicht ganz so viel Zeit. Und gestern hatte ich auch keine Lust mehr. Dann guck mal, diese Wand hat mich voll unmotiviert, weil die so leer und nackig ist. Ja, aber heute geht's weiter mit dem Fall-Shopping. Also wir fahren jetzt erstmal zu Ikea und dann gucken wir, was es hier noch für Läden gibt. Also vielleicht gehen wir noch zu Maison du Monde oder so. Da gibt es eigentlich auch immer ganz schöne Sachen. Mal gucken, ob es bei Ikea auch irgendwie Fall-Decoration gibt. Werden wir sehen. Und dann bin ich auf jeden Fall noch zu Starbucks. Weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, aber ich will einen Pumpkin Spice Latte haben oder so. Ich weiß, irgendwas mit Pumpkin Spice. Und ja, genau, wir fahren jetzt direkt mal los. Upsi, ich wollte dir einen nochmal einen Fit-Check zeigen. Haben wir die Kamera. Aber so geht's auch. Vater, Papa, warte, mein Fit-Check. Ich habe jetzt dieses braune T-Shirt an. Ich wollte eigentlich was Herbstliches anziehen, aber für Pulli ist es zu heiß. Hier ist gefühlt noch Sommer. Aber braun passt auch. Meine Fingernägel sind übrigens immer noch so schön. Ich mag die Farbe total gerne. Ja, warte! Und dann habe ich meine Jeans-Shorts dazu an und meine Converse und meine grüne Tasche. Die war die größte, die ich habe und ich habe irgendwie so viel mit. Aber jetzt geht's los. Okay, Planänderung. Wir fahren jetzt doch erst zu Starbucks. Der erste Stop, aber muss ich anschnallen. Ich will unbedingt meinen Pumpkin Spice. Papa, isst du auch Pumpkin Spice? Nein. Nein, was holst du denn bei Starbucks? Das weiß ich noch nicht.
Also heute ist mein Pumpkin Spice Ding sehr, sehr süß, aber sehr lecker. Wir sind hier bei Teddy und hier ist irgendwie Weihnachten. Also hier bin ich schon mal falsch, aber hier ist halt ein bisschen Halloween, aber auch noch nicht so viel. Und ich suche mehr Herbst als Halloween. Aber das ist doch eigentlich ganz schön, oder? Das passt doch. Leute, welches ist schöner? Das hier, wo so noch mehrere drin sind, oder ganz orange? Aber welches ist schöner? Das bunte. Hä, das bunte? Das hier. Okay. Oh mein Gott, guckt mal! Ein Alpaka! Das ist voll geil, das will ich. Geil, sogar so ein Gummischwert. Leute, guck mal, es gibt schon Adventskalender. Ich hab so Buttons mitgenommen und so ein Basteltütchen. Als zur Not. Ich bin bei Ikea, Leute, und ich habe ein Problem. Guck mal, wir haben jetzt hier Kissen. Ich will halt unbedingt, man sieht mich gar nicht, ich will halt unbedingt dieses samtige schwarze Bettzeug hier, weil das so cool aussieht. Und das hatte ich halt überlegt, diese beigen Kissen und dann halt das hier oder die Kissen drauf. Aber ich weiß halt nicht was, weil ich habe ja so eine Collagewand, die ist halt auch so ein bisschen Naturfarben und so grün und so. Und das passt halt mir hierzu, aber das ist auch halt her. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter und ich finde kein Kissen. Manu. Ich würde das hier nehmen. Ja, aber das passt halt, ne? Aber ich weiß nicht, das soll passt zu dem, das passt nehmen, nämlich das zu der Überdecke, das passt zu dem und das passt zu der Collage. Passt das auch zu dem? Nee, überhaupt nicht. War fündig. Zu Hause geht's an den Hall. Leute, ich habe bei Ikea keine Pflanze gefunden. Ich wollte eigentlich so eine schöne Pflanze haben. Also entweder waren da so Plastikpflanzen, die total kacke aussahen oder die direkt übelst teuer waren. Aber vielleicht finde ich hier bei Bauhaus noch irgendeine schöne Pflanze. Ich glaube, diese Room Makeovers und Room Tours sind meine Lieblingsvideos. Mir macht das so viel Spaß, immer so zu vloggen, wie ich dann so einkaufen gehe und dann so ich das Zimmer dekoriere und so. Und dann gucke ich mir auch manchmal meine alten Room Tours an und so. Ich mag das total gerne. Ich glaube, ich nehme mir so eine Kokospalme, die sind cool. Oh mein Gott, ich habe einen Schluck auf. Kommt da erst eine Kokosnuss da raus. Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade dabei, meine ganze Ausbeute hier durchzugehen von gestern. Ich zeige euch schon mal so den groben Überblick. Also hier habe ich jetzt die Kissen und diese Decke. Die finde ich so geil mit diesem Samt. Die habe ich von Ikea. Warum liegt die Spülbürste hier? Ja, die haben meine Eltern gekauft. Keine Ahnung, warum die hier liegt. Aber hier sind noch Sachen von Teddy in diesem Korb. Der ist von Ikea. Hier so ein Glas. Dann habe ich hier noch so Deko-Zeug. Das ist auch von Ikea. Nee, das ist... Ist das von Ikea oder Teddy? Das ist von Ikea, sorry. Und hier ist dann noch so eine Lichterkette. Die sieht aus wie so Zweige. Fand ich auch nicht ganz cool. Das ist von Teddy. Da habe ich so einen Kürbis hier. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwo hinstelle. Oh, bestimmt finde ich da einen Platz hinfür. Dann habe ich hier sowas Herbstliches noch. So eine kleine künstliche Pflanze. Das fand ich eigentlich ganz süß. Vielleicht hänge ich das an meiner Tür oder so, weil die ist so nackig. Das fand ich so doof. Ja, es sind hier noch so ein paar andere Kleinteile drin, wie so ein Gespenst und so. Ein paar Halloween-Sachen habe ich hier noch geholt. Und hier sind Kuschelsocken drin, die habe ich mitgenommen. Und hier sind so Wedel. Vielleicht kann ich die irgendwo aufstellen. Mal gucken. Noch so eine Pflanze. Meine echte Pflanze, die vom Bauhaus ist, da habe ich übrigens schon in den Blumentopf reingetan. Die steht jetzt schon hier am Fenster. Mal gucken, ob ich die da lasse. Vielleicht finde ich noch ein schöneres Plätzchen für die. Hier habe ich schon angefangen, meine Collagewand zu machen. Ich glaube, es wird so, so schön. Also ich liebe die Farben und so mit diesem Holz. Das ist so gemütlich. Ja, ich will diese Wand auf jeden Fall hier weg haben. Die ist so grässlich und kahl. Genau, hier überall von Fotoecken verstreut ist mein, hi, hier bin ich, mein Spiegel, den ich bei Ikea gekauft habe. Oh mein Gott, nachher macht das hier kaputt. Ja, so ein kleiner Holzspiegel, den kann man so aufstellen. Hier die Decke ist von Bauhaus, da wollte ich mich auch noch so mein Bett machen, weil das Rosa kommt jetzt hier weg. Also ich muss mal gucken, was ich mit meinen Squishmallows mache. Also die werde ich auf jeden Fall auch noch benutzen, aber ja, mal sehen. Genau, ich mache jetzt hier auf jeden Fall erstmal weiter mit der Collagewand, damit die mal fertig wird.
fertig. Ich habe es geschafft. Ich zeige es euch gleich mal, aber ich bin jetzt gerade eben hier, wie ihr seht, in die Küche gegangen. Weil ich wollte eigentlich jetzt zur Feier des Tages und als Nervennahrung Brownies backen. Ich hatte mir auch diese Backmischung hier geholt. Nur der Nachteil daran ist, dass man kein Spanisch kann, ist, dass man auch nicht sieht, dass es gar keine Backmischung ist, sondern dass das fertige Muffins sind. Also ich dachte wirklich, es wären so Halloween-Kürbis-Brownies oder so. Aber dann tue ich mir ein paar von denen hier auf den Teller. Ich hoffe, diese Brownies schmecken jetzt. So sehen die aus. Also ist irgendwas schief gelaufen. Da sind, hallo Herr, 3-4 Sprinkles drauf. Also da hätte ich ein bisschen mehr drauf getan. Naja, egal. Da muss ich halt nächstes Mal besser lesen. Ist mir das Papier hier runtergefallen. Aber ich gehe jetzt mal rüber mit euch. Ich will euch meine Wand mal zeigen. So, ich stelle jetzt mal eben hier ab. Ich habe jetzt hier meine Collagewand, so sieht die aus. Ich finde, die ist richtig schön geworden. Ich habe sie auch wieder so ein bisschen verteilt gemacht, wie die vom letzten Mal. Und ich hatte noch Bilder übrig, die habe ich dann hier um den Spiegel drum gehangen. Hi, hier bin ich. Und wenn ich so Insta-Stories mache, so, hallo, so OOTD-Bilder, sieht das schön aus, wenn sowas da drum ist. Das ganze Zeug mache ich übrigens auf meinem Bett, also die Kissen und die Decken und so. Und hier habe ich jetzt meinen Schreibtisch. Den muss ich jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Also ich muss hier, das Glas fülle ich vielleicht diese Stifte hier rein. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hinkriege mit einer Hand. Die bunten Stifte jetzt einfach hier rein in das Glas. Sieht schon mal gut aus, wenn ich was mit dem Deckel mache. Und hier ist mein Diffum-Wecker und Lautsprecher. Den finde ich so cool. Das ist keine Werbung, ich mag den total gerne. Also der Sound davon ist so gut. Ich habe den jetzt gerade mal angemacht. Darüber höre ich dann manchmal so Musik oder Hörspiele oder so, die kann ich dann mit meinem Handy verbinden. Der kann so einer coolen Box. Ich gucke mal, ob ich irgendwie ein Bad verbinden kann. Ich kann mir Scrunchies vielleicht reintun oder so. Genau, ich stehe die Uhrzeit dann drauf. Und ja, das muss ich jetzt gleich erstmal ein bisschen aufräumen. Die Haarbürste kommt natürlich weg. Und dann mache ich die Ecke schon mal schön, dass ich die schon mal fertig habe. Und ich glaube, oh, das ist leicht überbelichtet. Der Vlog ist jetzt schon ziemlich, ziemlich voll. Deshalb beende ich den jetzt hier mal und dann seht ihr mein restliches Zimmer bei der Roomtour. To be continued. Richtig gemein von mir, ich weiß. Aber jetzt gibt es noch eben das Shoutout of the Day. Heute mein kleines besonderes Shoutout, nämlich an die Mädels aus meiner Schule. Ganz liebe Grüße gehen raus an euch. Also die holen mich immer ein bisschen in der Pause ab quasi. Die warten dann immer auf mich und ich freue mich immer, euch in der Pause zu sehen. Ganz liebe Grüße gehen raus an euch. Ich kann mir leider eure Namen noch nicht merken. Ich übe dran. Freue mich schon, euch wieder in der Schule zu sehen. Und ja, genau. Den spanischen Satz vergesse ich natürlich auch nicht. Was sage ich heute? Oh, warte, ich muss jetzt überlegen, was Zimmer heißt. Also, la habitación es muy bonita. Ha! Also das Zimmer ist sehr schön oder das Zimmer wird sehr schön. Ich hoffe es zumindest. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bei meiner Roomtour wieder, dass ihr auch sehen könnt, wie mein Zimmer fertig aussieht. Und ja, ich hab euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mein Tschüss war so komisch, aber egal. Yummy. Und ihr könnt jetzt noch meinen Kanal abonnieren. Bye, bye.